das Problem heute mit vielen Organisationen ist, dass sie halt in vielen Bereichen immer noch sehr fragmentiert nach einzelnen Abteilungen aufgebaut sind und mit denen man eben diese komplexen Herausforderungen denen schwer begegnen kann. Und das ist durchaus was, mit dem viele Organisationen heute auch Probleme haben. Unternehmen, aber auch NGOs merken, die Probleme, mit denen wir heute arbeiten, sind so komplex, so vielschichtig, so vielfältig, dass wir mit dieser Segmentierung von einzelnen Abteilungen, von fachlichen Zuständigkeiten, mit diesen linearen Arbeitsprozessen und Projektmanagementprozessen eigentlich nicht mehr die Qualität erreichen in den Lösungen, die wir bräuchten. Die Angst, die ja entsteht, der Grund, warum das normalerweise so strukturiert organisiert ist, ist, dass Chaos ausbricht. Dass man die Sachen nicht mehr unter Kontrolle hat, nicht mehr steuern kann. Das ist ja die Angst, die viele Organisationen haben, weshalb überhaupt diese Organisationsform linear gekästelt nach Abteilungen und so weiter überhaupt entstanden sind. Weil die größtmögliche Kontrolle versprechen. Wenn wir von Dingen sprechen wie Klimawandel, wie Epidemien, wie Finanzkrise, dann glaube ich, funktioniert diese einfachen Strukturen nicht. Und für mich ist halt jetzt die Frage, wie sieht eigentlich so eine komplexe Welt heute aus? Die ist eigentlich, da ist viel mehr Bewegung drin, da ist viel mehr Dynamik drin und unsere Prozesse müssen dem entsprechen. Das heißt, wenn sich hier plötzlich was verändert, dieser Prozess kommt in Bewegung, dann kann man nicht davon ausgehen, dass nur weil in diesem Bereich sich was ändert, alle anderen Bereiche davon unbetroffen bleiben. Sondern sobald sich hier was ausbuchtet, zum Beispiel, fängt an, das sich mit auszubuchten und das reagiert hier drauf. Und weil ich hier einen Schwung kriege, habe ich vielleicht dann auch hier einen Schwung und das wirkt wieder darauf. Das heißt, die Dinge sind heute so miteinander vernetzt und stehen so in Beziehung, sind so dynamisch in Bewegung die ganze Zeit. Veränderungen finden überall statt, dass wir mehr und mehr beginnen, eben hier Dynamiken verstehen zu müssen, wie sich Dinge gegenseitig beeinflussen. Daran schließt sich natürlich die Frage an, was sind die Voraussetzungen, damit diese komplexen Probleme heute gelöst werden können. Wenn man auch in diesem Bild bleibt, glaube ich, dass es dass auch hier unterschiedliche Bereiche und Aspekte miteinander in ein Zusammenspiel gebracht werden müssen. Die fünf Aspekte sind zum einen Menschen und Organisationen, Gruppen. Wie sind diese Organisationen und Gruppen intern organisiert? Das zweite sind Werte und Haltung. Mit welchen Werten begegnen wir eigentlich einander? Welche neuen Haltungen müssen wir einüben und lernen, um kollaborativ und partizipativ miteinander zu arbeiten? Das dritte sind sicherlich Ideen, Konzepte, Theorien, die uns eine Bedeutung für das geben, was wir tun und die uns auch zeigen, wo es in Zukunft hingehen kann. Dann brauchen wir ganz klar Technologien. Moderne Internettechnologien, IT-Technologien über Computer, Smartphone, Internet, aber auch soziale Technologien und das sind vor allem Methoden, die uns dabei helfen, wie wir zusammenarbeiten, Verfahren, wie wir miteinander umgehen. Und zu guter Letzt, aber sicherlich mindestens genauso wichtig wie die anderen vier Aspekte, die richtigen Orte und Räume, wo wir zusammenkommen können, um kollaborativ miteinander zu arbeiten. Und wir im Institut für partizipatives Gestalten unterstützen die Organisationen dabei, diese fünf Aspekte so aufeinander zu beziehen und in ein schlüssiges Konzept zu bringen,
dass die Organisation mit dieser Art von Aufgaben kollaborativ arbeiten kann.